In Griechenland ist Ex-König Konstantin II. In Taithos bei Athen zu Grabe getragen worden. Der letzte griechische Monarch war am 10. Januar im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Athen verstorben. Er hinterlässt seine Frau Anna Maria, 5 Kinder sowie zahlreiche Enkelkinder. Der 55-jährige Sohn Paul, auf Griechisch Pavlos, begrüßte Vertreterinnen und Vertreter aus allen europäischen Königshäusern. Spaniens König Felipe kam mit seiner Ehefrau Letizia. Ex-König Juan Carlos erregte an der Seite seiner Frau Sophia besondere Aufmerksamkeit, denn er lebt eigentlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ex-Königin Sophia von Spanien ist eine Schwester des Verstorbenen. Die Ehefrau des Toten Anne-Marie ist die Schwester von Königin Margrethe von Dänemark. Neben ihr waren Karl Gustav, der König von Schweden, mit seiner Frau Silvia und Norwegens Thronfolger Hakon mit seiner Frau Mette Marit nach Griechenland gereist. Der ehemalige Monarch Konstantin war nach dem Militärputsch 1967 erst nach Rom und dann nach London ins Exil gegangen. Er sah sich selbst aber weiterhin als König. Etwa 1000 Polizeikräfte waren im Einsatz, um die Sicherheit der privaten Zeremonie zu gewährleisten. Vor der Trauerfeier hatten zahlreiche Griechinnen und Griechen Konstantin die letzte Ehre erwiesen.